Wenn ich in Rage komme, dann bin ich zu allem fähig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rechter Fuß, linker Fuß. Es sind ja keine Tote, die man verscheichen kann. Aber Herr Brandl, sonst kommt doch der Storch. Das ist aber der Einzige, der zu euch noch kommt. Und der Rosch? Ich bin's. Ach so, ja, siehst du, Herr Brandl. Ja, grüß Gott. Was ist denn, was ist denn da rumschauen? Gehst du nur rüber und hol dir Frau Redlich. Brauchst du mir raufrufen, gell? Herr Zacherl, ist es denn schon so weit? Sei nicht so vorlaut, du dummer Pupp. Wenn es nicht so weit wird, möchte ich dich zu der Hebamme schicken. Was ist okay? Schau, du, komm her, da schau her. Hast du wieder einen Mopf offen? Aus dir wird nie ein richtiger Kölner werden, okay? Ja, na, die Kistel haben wir schon hier, gell? Ich hab einen Drop, nicht wahr? Ja. Und wie viel Bier bringen Sie uns denn heute? Gar keins. Ja? Bring nur die Rechnungen. Na, da werden die Gäste aber keine Freude haben. Denn da wäre wieder ein Bier lieber bei den Rechnungen. Wenn es gezahlt wird, gibt's kein Bier mehr. Na ja, schauen Sie, Sie werden... Moment. Jetzt trinken wir mal ein Stamperl. Ein Stamperl, nicht wahr? Miteinander. Sollen Sie mir es nicht auch einsehen haben, schauen Sie. Es ist ja der Pech, dass wir gerade in der letzten Zeit so ein Pech haben, nicht? Die Rechnung da ist 6 Monate offen schon. Naja, das ist vor der Zeit noch, wie der Herr Thaler ums Leben gekommen ist. Ne? Ja, was kann denn die Brauerei dafür, wenn der Wirt stirbt? Ne? Die Brauerei muss ja schließlich auch ein bisschen ein Herz haben. Ne? Und da, und da, und da, ja, ja. Und da, überall, alles ist offen. Was? Brauchen Sie ja nicht so schreien, nicht wahr? Da oben liegt die Wirtin und das, jeden Moment ist es soweit und Sie machen da so einen Lärm. Kein Geld, kein Bier nicht. Ne. So, bitte, Herr Brandl. Ich hab keine Zeit. Bitte, Herr Brandl, einfach nicht. Aber ich hab keine Zeit, Herr. Aber ich möchte das aber nicht. Bitte, was kann ich denn machen? Kann ich nicht was tun? Heißes Wasser kannst du machen. Sehr viel heißes Wasser. Heißes Wasser? Warum denn? Weil ich erstens einen Kaffee brauche. Ohne Kaffee geht's nicht. Kaffee? Für das kleine Kind? Aber nein, für mich. Kaffee haben wir schon seit 14 Tagen keinen mehr. Ah, ja, ja, was redst denn, was redst denn? Natürlich haben wir einen. Ich habe extra einen aufgehoben. Ah, das ist ehrlich, weil ich weiß, was ich gehört. Die haben ja da Kaffee, nicht wahr? So, pass auf. Komm her, du. Hol's gleich ein Wasser, gell? So viel Kaffee? Red nicht so viel, geh schon, geh schon. Ach so, ja, ja, ich kann nicht. So will ich jetzt sagen wollen. Ja, es ist neue Zweimannsbilder, seid so aufgeregt, als ob ihr das Kind kriegen sollt. Ja, 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 du weißt, bitte, es handelt sich aber um strengste Diskretion, es darf kein Mensch ein Sterbenswärter davon erfahren. Na, hören Sie, ich glaube doch ein Berufsgeheimnis. Bitte, Frau,
Frau Littrich, wir haben Sie rufen lassen, nicht nur wegen Ihren freudigen Ereignis. Ja. Aber in Wirklichkeit sind es zwei. Zwei? Wieso zwei? Na, Sie können sich natürlich erinnern an die Rose. Ja, die Rose, das fische Mädel, die seinerzeit als Aushilfsköchin bei uns. Ach so, die vor 4 Monaten in Amerika ist. Nein, eben nicht. Sie hat die Stellung bis jetzt also nicht antreten können, weil sie nichts plötzlich bemerkt hat. Sie verstehen schon. Aha. Und da hat ihr das Mädel die ganze Zeit behalten? Versteht? Ja, sie hat sie so geniert. Und sie wollte nicht, dass der Mann etwas erfährt. Ihr Mann? Sie hat ja keinen. Ja, wieso kriegst du dann ein Kind? Naja, es geht jetzt ja nichts an. Schatz, ja, mir ist es ja auch gleich. Ja, gut, eins oder zwei, das spielt keine Rolle. Bitte, da ist es aber nicht wahr. Was kann ich jetzt tun? So, den Kaffee kannst du treiben. Und ich gehe hinauf zur Frau Thaler. Ja. Hallo, hallo, schlechter Scherz. Sie können jetzt immer ein bisschen frisch muss man sein, ne? Was soll ich denn machen? Gar nichts machst. Jetzt ist es aus, schlafst halt bei der Mutter, gell? Aber. Und jetzt aber sag, was ich gesagt hab, gell? Bitte, Herr Zacherl. Na, wie geht's denn? Hat der Anton schon mit Ihnen geredet? Ja, ja, das ist alles in Ordnung. Machen Sie sich nur keine Sorgen. Es ist nicht gut, wenn Sie sich jetzt Sorgen machen. Brauche ich mir erst gar nicht machen. Ich hab schon genug. Rosi? Jetzt ist es soweit. Die Frau Redlich ist schon da. Was denn? Na geh, aber geh, du wirst ja nicht weinen. Warum? Es ist doch ein freudiges Ereignis. Ich hab so Angst, Herr Zacherl. Was denn? Geh bitte, zerbrich dir doch nicht den Kopf. Das passiert ja heute auf der ganzen Welt 100 Mal. Nein, davor, wie das alles weitergehen soll. Schau, du brauchst ja gar nicht daran zu denken. Du stehst ja nicht allein auf der Welt, hab ich dir gesagt. Du hast ja uns, nicht wahr? Du hast die Frau Thaler, du hast mich. Na? Ich werde euch das nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Was soll denn da drüben werden? In Amerika. Wenn ich jetzt auf einmal mit einem Kind komme. Ja, auf der ganzen Welt gibt es Menschen. So einen wie Sie nicht, Herr Zacherl. Okay. Lass dich nicht auslachen, das ist Unsinn. Die drüben haben gerade so einen Zacherl, nur mit dem Unterschied, dass er statt Habitäre hat, du ja du sagst. Jetzt lacht. Ja, jetzt. Aber wenn ich dann alleine bin? Bitte, na, da musst du nur immer dann an uns erinnern. Und damit du dich leicht erinnerst, habe ich dir was mitgebracht. Ich habe das erst wohl zum Abschied gegeben, wenn du fortfährst, aber jetzt gebe ich das gleich. Kann das auch gleich geben. Was bitte. Ist denn das? Ist der heilige Antonius. Den habe ich noch von meiner Mutter gekriegt. Und den wollen Sie mir schenken? Ich finde dir. Weil das ist wichtiger, dass der heilige Antonius auf dich aufpasst, wie auf mich. Das ist der. Nicht das Name zu fehlen. Schau, und den gibst du dann in deine Geldtasche. Und immer wenn du einen Dollar herausnimmst, nicht was siehst du den heiligen Antonius, und dann denkst du noch an mich, an den alten Zacherl. Ja? Was jetzt schon? Was für ein Kaffee? Das ist aber geschwind. Da, ich komm. Herr Zacherl! Ein heißes Wasser! Schnell ein heißes Wasser! So, ich höre so. Was ist denn? Ein Bub oder ein Mädel? Zwillinge! Oh. Kinder, das ist... Na, hast du keine Augen im Kopf oder träumst du am helllichten Tag? Verzeihung, Herr Bürgermeister! Aber wir kriegen gerade ein Kind. Ach so, na, komm ich lieber ein anderes Mal. Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Bitte, da sieht man auf den ersten Blick, dass das zwei Mädel sind, die dir mit mir kokettiert haben vorhin. Besonders. Die da, jetzt hat er sich die Hand zu tun. Wo ist er denn? Wo ist er denn da? Interessant, oder? Intelligent. Ja, so gut. Ja, ich bin da schön verwöhnt. Ah, na, da können Sie mich schlecht wie die, aber nicht einmal. Da kann auch streng sein. Das sind einmal ein schlechtes Zeugnis bringen von der Schule. Da wird von der Na, ist ja Spaß. Ist ja Spaß, mein Gott. Da wird nur einen Spaß machen, dir. Ja? Ui, da schon wieder. Ja.
sind. Was sind ein Puppe da mit noch? Zwillinge! Zwillinge! Bei der Rose auch Zwillinge. So was. Schlaft schon wieder, was? Herr Bürgermeister. Ganze Gemeinde schlaft. Da zerbricht man sich Tag und Nacht den Kopf, wie man dieses Nest ein bisschen hinaufbringen könnte. Und was macht die Gemeinde? Sie schlaft. Entschuldigung, aber... Ja, ja, ist ja gut. War was? Die neue Kostprobe von dem Wein ist gekommen. Ah ja, für den müssen wir einen zugkräftigen Namen bekommen, denn ohne Reklame geht der beste Wein nicht. Und lassen Sie mich ja nicht vergessen, die goldene Traube muss einen Pächter bekommen, der ein bisschen Geld in das Wirtshaus hineinstecken kann. Diese alte Hütte ist ja direkt eine Schande für unseren Ort. Sie wollen die Dallerin hinausschmeißen? Na, hinausschmeißen nicht. Wenn einer seine Pacht nicht bezahlt, dann bricht er den Vertrag, dann muss er gehen. Bitte, aber die beiden jungen Damen von der Rose sind aber auch sehr lieb, ne? Ja. Naja, bitte, natürlich sind sie nicht so schön, das wie ihr, aber ihr seid ja auch schon älter, nicht wahr? Anto, geben Sie acht, dass Ihnen keins runterkommt. Ja, da passe ich schon auf, da passe ich schon auf, da wird doch nicht einmal eine von meinen Prinzessinnen fallen lassen. So, bitte. Platz, meine Damen, Platz, bitte. Besuch kommt. Ja, Besuch kommt. So, ein bisschen zusammenrücken, meine Damen. Geht schon. Vier Jahre einmal. Das nenne ich ein freudiges Ereignis. Hoffentlich bleibt's bei der Freude. Ja, es schönste auf der Welt sind ja doch die Kinder. Ich denke an die arme Rosi. Mit einem Kind ist das schon schwer da drüben und jetzt sind's gar zwei. Na ja, schaut, Frau Thaler, jedes Haserl findet sein Gras. Oder man soll sich gar keine Gedanken machen. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Da haben Sie recht, Anton. Für uns gibt's ja jetzt auch nichts anderes mehr als Gottvertrauen. Zwillinge haben wir! Ich bin mal ein Zwillinge gekriegt! Zwillinge, du glaubst! Zwillinge, du glaubst! Was? Zwillinge! Bei der Frau Thaler! So was! Also, wie soll der heißen? Wachauer Sonne? Oder Wachauer Goldtropfen? Tropfen, das erinnert so an die Medizin. Das sagen Sie doch auch was. Sie probieren und probieren. Aber ich bin noch zu keinem Resultat gekommen. Oh ja, Sie sind besoffen. Wachauer. Wachauer. Wachauer, Vierling! Vierlinge, du glaubst! Wachauer? Okay. Die Frau Thaler hat Vierlinge gekriegt! Was ist? Die Frau Thaler hat Vierlinge gekriegt! Das ist doch nicht möglich! Ich hab's doch selber gesehen! Vier so kleine Putzel im Wäschkorb! Hast du nicht verzeiht? Schau ich aus, als ob ich nicht bis 14 könnte? Da hast! Für was denn? Für die Vierlinge! Die Frau Thaler hat Vierling! So ein Pech! So ein Glück! Ja, für wen? Für uns alle! Vierlinge in Weineck. Weinecker Vierlinge. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein, nein. Auf diesen vier Säuglingen baue ich die Zukunft von Weineck auf. Ha? Das Ganze ist nur eine Frage der Organisation. 100.000 Etiketten drucken lassen mit der Aufschrift Wachauer Vierling. Resi, meinen Gerock ausbürsten, ausputzen. Aber schnell, was stehen Sie da herum? Gehen Sie aufs Postamt, holen Sie Telegrammformulare. Resi, meinen Zylinder auf, halt doch besser. Der Postmeister soll gleich mitkommen. Hallo, Frau Venuse, ich brauche ein Blitzgespräch nach Wien. Nachrichtenagentur Express. Onkel, für was braucht er den Zylinder? Peter, lauf hinüber zum Friedberger Robert. Die Feuerwehr soll ausrücken. Hey, ist man schulfrei? Ja, jawohl, hier ist Leopold Scherzinger, Bürgermeister von Weineck. Ich habe eine sensationelle Nachricht für die Presse. Herr Bürgermeister? Einen Moment. Ich brauche drei Eiltelegramme. Eins an den Rundfunk, eins an die Wochenschau. Eins an die Landesregierung. Und was soll draufstehen, Herr Bürgermeister? In Weineck in der Wachau sind heute Vierlinge zur Welt gekommen. Herr Bürgermeister! Grüß Gott!
Herr, wir Bürgermeister geben uns persönlich die Ehre. Ja, ich muss doch unsere berühmten Wachauer Vierlinge persönlich begrüßen. Na, verzeihen bitte, das ist ein Irrtum. Wieso, habt ihr nicht vier Kinder gehabt? Ja, das schon. Na also. Ja, aber zweimal zwei. Na, zweimal zwei ist noch vier. Ja, ja. Ist ja gut. Leitung, trinkt's alle auf das Wohl von unseren Wachauer Vierlingen. Bitte. Bald geht alles auf meine Rechnung. Bitte. Oh! Ja, ich höre sehr gut. Es sind zuerst zwei gekommen. Ja, ja, ja. Und dann sind noch einmal zwei. Dann sind noch einmal zwei, Herr Bürgermeister. Bitte, ich möchte nur bemerken. Bitte, Herr Opa. Liebe, verehrte Frau Daller, ich bringe Ihnen die Glückwünsche der Gemeinde. Ja, danke. Da sind Sie ja. Das sind die vier kleinen Glückssternchen. Liebe Vierlingsmutter, ich möchte nicht viel Worte machen, aber wir kennen ja alle Ihre Situation. Und deshalb hat sich die Gemeinde Weinig entschlossen, die Vormundschaft über ihre vier kleinen Halbwaisen zu übernehmen. Die Vormundschaft? Die ganze Gemeinde wird der Vater sein und alles geht auf Gemeindekosten. Die Ernährung, die Erziehung, die Kleidung. Ja, aber, ja, nein, ja, bitte, Frau Thaler, sagen Sie vorläufig noch, sagen Sie nicht nein. Aber das, bitte mich einen Moment zu entschuldigen. Ja, ich weiß nicht, warum Sie sich das so lange überlegen. Das Ganze hat doch nur Vorteile für Sie und Ihre Kinder. Ja, Krakau! Hä? Alles ist voll, gehst du mir am Kaffee hier? Na ja, so sollen sie den Wein trinken, mein Gott. Du hast den Kellerschlüssel. Kaum hören wir das von den Vierlingen, fängt der Herr Bürgermeister schon an mit der Organisation. Heute Abend haben wir schon einen Presseempfang, morgen Vormittag kommt jemand von der Regierung und Mittag jemand vom Radio und am Nachmittag die Wochenschau. Schau, Rosi, ich will da nichts reinreden und einer Mutter kann man ja gar nichts reinreden, aber mir kommt so vor wie ein Wink vom Himmel. Ich kann doch meine Kinder nicht im Stich lassen. Was soll ich denn machen? Ja, da kann man dir nicht raten. Für die Kinder wäre es freilich besser, ja, wenn... Ja, da war ich wenigstens jetzt gleich in der Not, meine ich. Was später einmal ist, das wissen wir ja alle miteinander nicht. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich bin ganz durcheinander. Nur die Kinder sollen es gut haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Für die Kinder wäre es natürlich gut. Gut? Großartig. Einen besseren Vater als die Gemeinde können die gar nicht kriegen. Ich verstehe nicht, warum Ihnen der Entschluss so schwer fällt. Ja, wissen Sie, Herr Bürgermeister, ich kann nicht allein entscheiden. Ja, aber da hat Ihnen doch niemand reinzureden. Und was sagen Sie? Ja, 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 Herr Bürgermeister, bitte. Ich glaube, es ist das Beste für alle. Darum sind wir auch alle einverstanden. Ja? Wenn wirklich alle einverstanden sind, dann bin ich's auch. Liebe Frau Daller, ich erlaube mir, Ihnen zu Ihrem Entschluss zu gratulieren. Meine Wachauer Vierlinge, für eure Zukunft sorgt die ganze Gemeinde, denn ihr seid die Zukunft von Weinegg. Und vom Glück zu zweien, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Ton spürst du ganz genau, wie schlägt das Herz ihr Wachau. Wer hier zu Gast war, denkt gerne zu Ja, da können Sie jetzt nicht durch. Warum? Die Wachauer Vierlinge singen, verstehen Sie mich? Ach so. Ja. Und die Erinnerung klingt wie Musik, ein Lied aus der Wachau. Was denn? Die wird nie ein richtiger Kellner werden. Entschuldigung. Mit der Kopf offen. Na ja, muss man. Vom Glück zu zweit, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Ton spürst du ganz genau, wie schlägt das Singende, alles umschwingende, blinkende Herz der Wachau. Herr Wiebe,
Sie können den Verkehr freigeben. Zu Befehl, Herr Zacherl. Sehr schön war es heute. Sehr. Ich hab's besonders schön gesungen, ja? Ja, Gretel? Ja, bitte. Noch ein Platz. Ja, bitte. Was ist mit dem Mineralwasser noch nicht da? Leider noch nicht. Also müsst ihr halt noch mal anrufen. Wir stehen ja da die ganze Zeit. Warten Sie mal. Warten Sie einen Moment. Erzählen bitte. Die gute Schokoladentorte? Großartig, nur mein Magen ist nicht ganz in Ordnung. Ach so, ja bitte. Da trinken Sie jeden Tag eine Flasche Wachauer Vierling. Das ist die beste Medizin. Und wenn der Wein so erfreulich ist wie die Mädchen, will ich's glauben. Ja, meine Mädchen. Ach, Sie sind der Großvater? Ja, ja. Nein, so bitte. Bin ich der direkte Großvater, der Ziehgroßvater. Wie die Mutter gestorben ist, waren die Mädchen waren so putzern und haben niemanden gehabt. Also ich habe sie aufgezogen. Das heißt großgezogen. Ich bin sozusagen der Großziehvater. Anton? Ja, pardon, Verzeihung. Bitte? Wir haben zu wenig Forellen fürs Abendessen. Ich glaube, ja? Wir geben sie nur à la carte. Ja, geht in Ordnung, Gretel. Geht in Ordnung. Unglaublich, dass Sie die Mädchen auseinanderhalten können. Kann ich mich auf dich verlassen, Franzi? Aber ich bin doch die Franzi. Ja, ja, natürlich. Du bist. Das ist egal. Hauptsache, die Organisation glaubt, jetzt geht schon an die Arbeit. Na, Zacherl, was sagen Sie? 19 Jahre kenne ich jetzt die Mädchen. Eben habe ich sie wieder verwechselt. Ja, ja, Herr Bürgermeister, Sie lieben sie halt doch nicht so. Ja, lieben, ich habe doch die Mädchen sehr gern. Ja, sehr gern, das genügt nicht. Nur wer sie wirklich liebt, der kennt sie auseinander. Das heißt liebt. Glauben Sie, dass die schon an jemanden Bestimmten denken? Wieso? Ich meinen Sie, dass die Mädchen schon an Liebe denken? Na ja, bitte, also vorläufig vielleicht noch nicht, aber heute oder morgen, oder? Sind ja schließlich schon junge Damen. Ja, sind ja junge Damen, natürlich. Fällt mir jetzt erst auf. Da muss sofort etwas unternommen werden. Die Forellen kommen nicht ins Menü, sondern à la carte. Ja. Was ja? Du hast vollkommen recht. Nicht träumen, Gianni. Jawohl, die Forellen kommen. Wohin kommen die Forellen? Aus dem Menü heraus und daher unter Fische. Wieso unter Fische? Ach ja, natürlich, unter Fische. Statt dem Paprikaschnitzel kommt gespicktes Herz in Rahmsoße. Hast du Herz? Viel. Sag mal, Shani, was ist eigentlich mit dir in der letzten Zeit los? Leidest du an irgendetwas? Gespicktes Herz mit Rahmsoße. Bist du vielleicht verliebt? Wieso denn? Wie kommst denn du darauf? Mir kannst du es doch sagen. Wir sind doch fast wie Geschwister. Wer ist denn die Glückliche? Bitte, gibt's noch irgendwelche Änderungen, weil ich muss die Speisekarte schreiben. Ja, aber das traue ich mich dir fast gar nicht zu sagen. Was denn? Als Menü Schluss gibt es nämlich Baiser. Aber Baiser heißt auf Deutsch Kuss. Ja, Kuss mit Schlag, Baiser ohne Kuss. Schani, Schani, ich habe ja gleich gewusst, dass du rettungslos verliebt bist. Na, unvorschriftsmäßige Fauerei, Verdammte! Da ist natürlich weit und breit kein Gendarm zu sehen. Sieh! Ja, servus. Ja, Peter! Ja, mein Junge, grüß dich. Ja, lass dich anschauen, also so schaut ein diplomierter Landwirt aus. Gratuliere dir. Dankeschön. War's schwer? Na, Onkel, ich glaube, ich habe mir meinen Urlaub heuer ehrlich verdient. Na ja, so ein Diplom ist keine Kleinigkeit. Dafür ruhst du dich jetzt aus und übermorgen fangen wir dann mit der Arbeit an. Wann bitte? Na ja, jetzt muss doch die ganze Landwirtschaft in Weineck wissenschaftlich umorganisiert werden. Ah ja, natürlich. Ja. Aber das besprechen wir noch. Wir haben noch eine wichtige Sache zu erledigen. Und ich habe auch noch einen wichtigen Weg. Sie schleichen sich da an einen heran? Ja, das ist meine Spezialität. Verstehen Sie mich? Könnt ihr Ihnen Sachen erzählen, wo ich schon oft durch geschicktes Anschleichen einen Verbrecher dingfest gemacht habe? Was haben Sie ihn gemacht? Dingfest. Das ist kriminaldeutsche Amtssprache. Bezeichnet die Tätigkeit, wo ein behördliches Organ... Was für ein Organ? Ein behördliches. Zum Beispiel ich. Ein kriminelles. Zum Beispiel Sie. Festnehmen. Au! Na, so fest brauchen Sie mich wieder nicht nehmen. Verzeihung. Und außerdem bin ich kein kriminelles Subjekt. Könnt ihr jetzt mit der alten Geschichte kommen, dass Sie doch ein kriminelles Subjekt sind, verstehen Sie mich? Mich? Weil Sie nämlich etwas gestohlen haben. Ach, ich weiß, Ihr Herz.
So, und jetzt sagen Sie mir bitte, was Sie hier machen, wenn Sie keine Verbrecher verhaften. Ja, ich bin vollkommen dienstlich hier. Das schickt der Herr Bürgermeister. Hm, das muss aber kostbar sein, dass er es unter polizeilicher Bedeckung schickt. Ach, die Etiketten. Kann ich Ihnen in irgendeiner Weise behilflich sein? Im Moment nicht. Wann? Nächstens, wenn mich ein Verbrecher belästigt, dann verhaften Sie ihn doch bitte. Oh, Fräulein Franzi, Ihnen zuliebe würde ich sogar den Herrn Polizeipräsidenten verhaften. Verstehen Sie mich? Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Hören Sie auf. Geständnisse machen doch nur immer Verbrecher. Nein, ich kann nicht mehr anders. Ich muss Ihnen sagen, Herr Bobek, was soll das Reinigkeitsbedürfnis am hellen Tag? Herr Bürgermeister, wissen Sie ja, eine Hand wäscht die andere. Immer Punkt 5 bei Büroschluss. Herr Bobek, ich habe Sie nicht engagiert, dass Sie Punkt 5 Uhr Ihr Büro schließen. Was sind Sie denn für ein Kulturreferent, wenn die Kultur in Weinig um 5 Uhr aufhört? Bitte schön, ich kann ja auch eine Überstunde einschieben, falls irgendetwas Dringliches passiert sein sollte. Natürlich ist etwas Dringliches passiert unter Ihren Augen, vor Ihrer Nase, aber Sie haben es natürlich nicht bemerkt. Ich habe es nicht bemerkt. Bitte, um was handelt es sich? Um unsere Vierlinge. Es wird Ihnen doch nichts passiert sein. Die Mädels sind mittlerweile junge Damen geworden. Was haben Sie dagegen unternommen? Herr Bürgermeister, dagegen kann ich nichts unternehmen. Das ist der Lauf der Dinge. Bei mir gibt es keinen Lauf der Dinge. Bei mir gibt es nur Organisation. Das verstehe ich nicht. Ich meine, was ist da Gefährliches, wenn aus den Mädchen junge Damen geworden sind? Herr Bobek, wäre es möglich, dass Sie sich in so ein Geschöpf verlieben? Herr Bürgermeister, wenn Sie mich so direkt fragen, meine, rein theoretisch wäre das durchaus möglich. Sehen Sie, wenn das sogar bei Ihnen möglich ist, vielleicht ist das dann bei einem anderen möglich. Ach so. Ja, der andere verliebt sich in die eine und die eine in den anderen. Und die Vierlinge sind Drillinge. Und wenn sich von den Drillingen eine in einen anderen verliebt, dann stehen wir in einem Jahr ohne eine einzige da. Das wäre eine Katastrophe. Das muss verhindert werden. Herr Bobek, ja? Ich verlange von Ihnen ein Beschäftigungsprogramm für unsere Vierlinge, bei dem Ihnen nicht einmal die Luft zum Atmen bleibt, geschweige denn eine freie Minute, um auf so eigenartige Ideen zu kommen. Also die Liesel muss abgerieben werden und wenn die Kolik nicht besser wird, muss der Tierarzt kommen. Jawohl, Frau Gräßle. Sehr ungesund. Kälber sollten in dem Alter nicht allzu viel Grünfutter bekommen. Oh, der frisch gebackene Herr Diplomlandwirt. Ach, das weißt du schon. Und ich habe gehofft, ich bin der Erste, der das sagt. Tut mir leid. Ich gratuliere dir. Danke, deshalb. Bei uns spricht sich sowas schnell herum. Da hast du übrigens recht mit dem Herumsprechen. Also von dir hört man ja auch so Verschiedenes. Von mir? Hm? Was denn? Ach, nichts Schlimmes. Du sollst kurz vor deiner Verlobung stehen. Das ist eine Lüge. Wer hat das behauptet? Einer, der dich sehr gut kennt und der mich noch nie angelogen hat. Warum sollte ich mich denn verloben? Warum verlobt man sich? Weil man später heiraten will. Ich will gar nicht heiraten. Das ist aber sehr schade, denn wenn zwei sich gern haben, sollten sie heiraten. Ich habe niemanden gern. Das habe ich nur wissen wollen. Was? Du hast also niemanden gern? Nein. Du willst dich auch mit niemandem verloben? Nein. Du willst doch niemanden heiraten? Nein. Mich auch nicht? Ja. Meine Herrschaften, ich begrüße Sie als unsere Gäste in Weineck. Fräulein, sind Sie vielleicht ein Vierling? Ja, ein Viertel. Und jetzt folgen Sie mir bitte, meine Herrschaften. Wir haben Sie in der Dependance einquartiert. Warum denn? Sind wir vielleicht zweitklassig? Im Gegenteil. Sie haben direkte Aussicht auf die schöne blaue Donau und außerdem wächst Ihnen der Wein beim Fenster herein. Folgen Sie mir bitte. Sehr gerne. Guten Tag. Verehrung. Sind Sie vom Hotelpersonal? Ja, bitte. Also hören Sie mal, in der Departance wohne ich nicht. Das bin ich nicht gewöhnt. Bitte? Wenn ich schon im Hotel wohne, dann wohne ich nur erstklassig. Bitte sehr, bitte sehr, bitte. Obwohl bei uns, die Departance... Oh, geben Sie sich keine Mühe, Sie wissen wohl gar nicht, wer ich bin. Da haben Sie allerdings recht. Aber Sie haben mich doch sicher schon mal gesehen. Erinnern Sie sich nicht? Ja, ja, ich glaube auch, dass es ja... Voriges Jahr war eine Dame und... Nein, das können Sie nicht gewesen sein. Das war ja eine Negerin. Also, Sie kennen mich nicht. Na, sehen Sie mal. Hier, das
bin ich. Ja? Hm? Ja. Und hier? Hier bin ich auch. Nun besser, sehr gut. Das ist doch nicht bemerkt. Hm. Ich bin Mara. Ja? Das meist fotografierte Fotomodell von Mitteleuropa. Sehr gut. Sie verstehen mich doch. Ich kann unmöglich in der Dependance wohnen. Nun, unmöglich. Das geht gar nicht. Bitte, erlauben die Dame. Hm? Bitte, erlauben. Oh, verzeihung. Zimmer 1288. Da kommen wir 1288. Bitte schön. Darf ich gleich mit Ihnen, bitte? Bitte sehr. Anton, ist der Herr Held schon bei dir gewesen? Der hätte doch mit dem Autobus kommen sollen. Ist das der Chef vom Reisebüro? Ja, der nette alte Herr mit Spitzbart und Brille. Nee, das ist der nette junge Herr. Mit Himmelfahrtsnase und Naturwellen. Was, Sie sind der? Held. Leider nicht der Ihre Träume, aber immerhin der Held vom Reisebüro. Entschuldigen Sie, aber wir haben Ihren Vater erwartet. Ja, sehen Sie, das ist mein Schicksal. Mein alter Herr, der wird von einer so hübschen jungen Dame erwartet. Wer erwartet mich? Nese. Darf ich Ihnen Ihr Zimmer zeigen? Sie dürfen. Sie dürfen immer. Bei einer anderen hätte ich mir das nämlich noch sehr überlegt. Sagen Sie, reden Sie eigentlich immer so viel? Höchstens bei Tag. Bei Nacht, wenn ich schnarche, mache ich den Mund überhaupt nicht auf. Also das ist kein Zimmer für mich. Da kann man sich ja noch nicht einmal umdrehen. Und umdrehen ist doch das Wenigste, was man von einem Zimmer verlangen kann. Josef, was ist denn los? Die Dame will das Zimmer nicht. Das tut mir leid, aber vielleicht versuchen Sie es in einem anderen Hotel. Ausgeschlossen. Ich werde von einem Mann verfolgt. Einem argentinischen Millionär. Ein irrsinnig eifersüchtiger Mensch. Und deshalb müssen Sie gerade hier wohnen? Natürlich, sonst findet er mich doch nicht. Also, falls meine Kemenade groß genug sein sollte, stehe ich sie natürlich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Nummer 14 ist das beste Zimmer. Na, dann bitte nicht Ihre nette Jutestube. Bitte. Danke. Bitte. Also dann? Bitte? Nein, bitte. Na, nach Ihnen. Hören Sie mal, ich bin doch in Vertretung von meinem alten Herrn hier. Das ist doch ein Kavalier, der geht doch nicht vor einer jungen Dame durch die Tür. Josef, das Gepäck. Wenn Sie damit vorlieb nehmen wollen? Vorlieb nehmen? Hören Sie mal, das ist ja ein reiner Palazzo hier. Und vor allen Dingen die schöne Aussicht. Die Aussicht ist vor dem Fenster, Herr Held. Nee, Aussicht ist Ansichtssache. Wenn ich Sie ankiege, habe ich eben eine schöne Aussicht. Ja, dann gehen Sie mit den Dings mal ein bisschen vorsichtig um. Ah, ich weiß, Schreibmaschine. Aber Josef, das ist doch keine Schreibmaschine, sondern ein Plattenspieler. Ach so. Donnerwetter, hat sich das bis hierher schon rumgesprochen? Ja, glauben Sie vielleicht, wir leben hier auf dem Mond? Mhm. Darf ich Ihnen mal was auf der Schreibmaschine vorführen? Ja, gern. Hier, warte mal. Ist keine einzige alte Type bei. Sie haben ja Esmeralda. Ja, und Sie haben keinen schlechten Geschmack. Dios. Hey, muchacho. ¿Qué pasa? Tutti. Tutti occupato. Tutti. Kein Zimmer frei. Will ich Zimmer, ich will Dame. Dame, ja, bitte, da sind Sie an der falschen Adresse. No, Adresse stimmt. Ich habe es zufällig gefunden auf einem Schreibtisch. Aqui. Hotel Goldene Traube, Wein und Kakao. Sie mir sagen, ob angekommen. Wenn nicht, ganzes Hotel. Gesundheit. Hä? Ja, ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen. Ah, Sie mag ja nichts wissen. Aber ich werde finden. Wo Sie haben versteckt, Mara? Und die Mara, Mara Joseph, die Mara. Erster Stock, 12a. Buen. Muchas gracias. Buen, buen. Das ist eine wilde Hummel. Das ist ein doppeltes Ding, was? Per Dios! Was Sie suchen im Zimmer von meiner Braut? Haben Sie etwas verloren? Wenn Sie haben nichts verloren, Sie haben nichts zu suchen. Na langsam, langsam. Und machen Sie es mal halblang, Senor Caramba. Ich bin spaßig über nichts. Sonst wird es sehr unangenehm. Da sind Sie schon, guter Freund. Da sind Sie schon. Noch ein Wort und Sie sind... Nur sehe Platz. Senorita, bitte im Vergebnis. Ich muss haben gemacht, Irrtum per Türnummer. Esteban, was machst du für eine Gerach, wenn ich schlafen möchte? Mara Muchachita, ich habe dich gesucht wie ein Stecknagel. Nadel. Egal, jetzt, ich habe gefunden, ich war so abglücklich. Unglücklich, aber das kannst du mir doch ein andermal erzählen. Jetzt bin ich müde und will schlafen. Ich habe dir mitgebracht, ein versöhnliches Kleinigkeit, bitte. Und später, wenn ich ausgeschlafen bin. Wann du bist? Heute Abend. Bitte, perdone mi, Signor, verzeihen Sie bitte. Wohl bekommst. Dankeschön. Da sind die beiden ja wieder ganz schön friedlich geworden. Bitte? Ja, wenn dieser Miniatur-Torero nicht dazwischen gekommen wäre, ich hätte ihn ja noch ein paar Platten vor ihr gespielt. Mir? Ja. Sie meinen höchstwahrscheinlich meine Schwester. Also Kinder, macht dann ja ganz schön schwindelig hier. Entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen leider kein Zimmer freimachen. Es ist una Katastrophe.
Was ich soll machen jetzt? Es tut mir leid. Grafisch. Fahr doch wieder weg. Oh, no. Das ist, werde dir so passen, damit du kannst flirten, wie willst du. Ich bleibe hier. Ich werde dir finden, Platz zu schlafen. Ich sag, wo ist denn die Christel? Die habe ich heute am Abend überhaupt noch nicht gesehen. Die hat doch ein Rendezvous. Ah ja, die hat ein Rendezvous. Hätte ich bald vergessen drauf, ja. Der Peter ist ja heute angekommen. Eben. Sie war so durcheinander, dass sie ganz vergessen hat, mich zu fragen, ob sie gehen darf. Aber geh, ist ja Unsinn. Da glaubst du, ich hätte das verboten? Das bestimmt nicht. Ja, aber dass man das nicht alle Tag vorkommt, gell? Oh, meine Verehrung der Kulturreferentin. Grüß Gott. Ja, dass man Sie wieder einmal sieht. Ja, Sie werden mich künftig hin öfter hier sehen, Herr Zacher. Ja. Wird wieder was Neues probiert mit dem Herrn? Überhaupt so. Ich muss dem Herrn Bürgermeister erst einige Vorschläge unterbreiten. Aha, da bin ich neugierig. Ja. Zunächst wünsche ich, dass sich die Mädchen, die jungen Damen bei dir melden. Melden? Ja. Wieso? Was heißt das? Melden? Melden heißt melden. Das ist eine der neuen Einführungen. Ich werde künftig hin stichprobenartige Kontrollen durchführen. Ja, was wollen Sie denn da kontrollieren? Ob die Mädchen, ob die jungen Damen auf dem Posten sind, ob sie ihre Pflicht tun und ob die Organisation klappt. Was Sie für Ideen haben? Die Idee ist nicht von mir, die ist vom Herrn Bürgermeister. Ja. Das ist ich alles viel gescheiter. Tatsache. Hanni, Hanzi, Gretel, Krieg, gib keine Konzert ab. Gott, die Damen. Kontrollieren werden wir doch. Blödsinn, du wirst ja... Sacher, was heißt Blödsinn? Okay. Die Damen werden gebeten, sich hier zu unterschreiben. Heutige Datum. Es ist jetzt 20.22 Uhr. Bitte Ihre Unterschrift. Hier. Und wo ist die vierte? Wo ist denn die vierte? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja. Stimmt, die dritte. Okay. Moment. Schau mal, du. Was sind denn das für Scherze? Das sind keine Scherze, bitte. Das ist eine Anordnung von Herrn Scherzinger. Ja? Na, Christel. Seine komische Einrichtung kontrollieren lassen. Ja. Du sollst kommen. Ich bitte meine Damen, nicht zu meckern, hier unterschreiben, keine Debatte. Was soll denn das Ganze? Ja, komm, bitte. Also, was gibt's denn? Geh, Christel, unterschreiben musst du. Ja, bitte, hier. Was ist denn das Neues? Das ist unsere Organisation, meine Dame. Ich habe an dich nur gedacht. Und hab dir mein Herz mitgebracht. Willst du's für immer behalten, dann schenk ich es dir heute Nacht. Ich bin ja so glücklich mit dir. Und hab dich so gerne bei mir. Wärst doch für immer, ich würd dir mein Leben lang danken dafür. Sonne, Mond und Sterne, ja, die wissen, seit den ersten Küssen liegst du mir im Sinn. Sonne, Mond und Sterne kannst du fragen und sie werden sagen, wie gut ich dir bin. Wärst doch für immer, ich würd dir mein Leben lang danken dafür. Wärst doch für immer, ich würd dir mein Leben lang danken dafür. Er hat dir einen Verlobungskuss gegeben. Aber Franz, sie fragt nicht so dumm. Sag, wie fühlt man sich so als Braut? Das siehst du doch, wie glücklich sie ist. Ja, eben. Also, Franzi, jetzt bring ich ein paar Flaschen.
erstklassigen Wein, Wachauer Vierling, nicht wahr? Denn zu einer Verlobung gehört ein sehr guter Tropfen. Das ist eine großartige Idee. Du, Schani, pack bitte die Bratwurst in den Koffer. Kinder, ich nehme zur Vorsicht noch Servietten mit, denn auf der alten Raubritterburg haben sie sowas sicherlich. Mir. Ich lässt dir das Gute wünschen, verstehst? Ich freue mich mit dir. Ja, was? Danke. Aber du kommst doch mit. Na, ja. Ich setze mich in der Stößwinkel, ich trinke meinen Wein, weißt? Auf dein Wohl. Aber komm doch. Na, es ist mir zu anstrengend. Schau, im Drachenburger auf, zu Fuß. Es ist ja nicht möglich. Aber wir fahren doch. Mit was? Du erlaubst doch, dass wir die Rolle nehmen, nein, oder? Nein, das geht nicht, Kinder. Das geht nein, bitte, das geht die Kern für die Gäste. Ich fange mit den nichts an mit den Scherzen. Ach, ihr Kinder. Also, komm, sei nicht so. Bitte, Anton. Ja, verdirbst uns die ganze Freude. Eben. Ja, ist ja von mir aus nicht. Schaffst das Nachmittag, aber ja, du setzt, gell? Wenn du mit bist, sind wir sicher pünktlich zurück. Ja, das könnte euch so passen. Ich auf einen Roller. Nein. Der Schane geht mit uns aufpassen. Aber Herr Zacherl, das geht doch ja, nicht. Ja, natürlich geht's. Du gehst mit und du bist mir für alles verantwortlich. Was gehört? Also verschwitzt schon. Ja. Geht schon. Wiedersehen, Anton. Wiedersehen. Dankeschön. Lange fahren, gell? Jawohl. Der Zacherl hat uns erlaubt, mit den Rollern zu fahren. Na großartig, fahren wir gleich los. Ja. Was, Sie fahren alle weg? Das sind aber eine treulose Tomate. Wer? Na, das eine Viertel von Ihnen, das mit mir heute die Schallplatten anhören wollte. Wir machen einen Ausflug. Ach so. Ja. Ach bitte, geben Sie uns doch Ihren Musikkoffer mit. Ja, den können Sie gern haben. Da ist nur eine kleine Schwierigkeit bei. Was denn? Da hängt noch einer dran. Und wer ist das? Icke. Dann nehmen wir halt in Gottes Namen das Anhängsel auch mit. Ich geh mal in die Platten holen, gell? Das ist mir wirklich sehr unangenehm. Ich möchte mich nicht aufdrängen. Hast du Angst, dass du dich mit uns kompromittierst? Ja, das nicht, aber... Wenn du Unannehmlichkeiten hast, dann werde ich deiner Herzdame schon erklären, dass du für uns nichts anderes als ein großer Bruder bist. Komm, fahr mal. Kinder, ich habe die besten Dinge eingepackt. Tolle Sachen drunter. Oh, prima. Zu müssen. Diese Körbe sind unvorschriftsmäßig und Ihre Hupe funktioniert nicht. Ja, woher wissen Sie denn das? Weil ich sie vorgestern selber kaputt gemacht habe, verstehen Sie? Wo haben Sie denn Ihren Rollerschein? Webel, nun werden Sie doch nicht immer gleich dienstlich. Sie sind doch heute nicht im Dienst. Ein echter Kriminalist ist immer im Dienst, verstehen Sie mich? Ja, nur hören Sie mal, Sie Auge des Gesetzes. Können Sie sich nicht ein bisschen zudrücken? Schauen Sie, es ist ja nicht wegen mir, nicht klar. Aber was geschieht, wenn Sie mir andere aufhält und Ihnen Schwierigkeiten macht? Doch, doch. Ah, ja. Also steigen Sie auf, Sie Alter. Ja, los geht's. Ab! Aus der Wachau, von der Donau, singt vom Sonnenschein, vom Glück zu zwei, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Wort spürst du ganz genau, hier schlägt das Herz der Wachau. Heut ist ein Tag, der ins Weite uns zieht. Locken der Ferne folgen wir gerne. Fröhlich erklingt unser herzliches Lied. Und wer uns lieb hat, der singt einfach mit. Und das macht alle alten Herzen jung und den Himmel blau. So wie Wachau, ein Lied aus der Wachau, von der Donau, sind vom Sonnenschein, vom Glück zu zwei, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Ton spürst du ganz genau,
Das sind die singenden, alles und schlingenden, klingenden Herzen über Ort. Und am Abend, wenn die vier schon so müde sind, dass sie nicht mehr wissen, wie sie heißen, folgt die letzte Darbietung des Tages, das Wiegenlied. Das Wiegenlied? Ja. Ist doch zum Einschlafen. Also richtig, wenn die Gäste gut schlafen, sind sie nächsten Tag gut ausgeruht und können noch mehr konsumieren. Ah, ja, das hat was für sich. Nun, wie schaut das aus? Also Punkt 12 Uhr öffnet sich das Mansardenfenster. Die Vierlinge erscheinen, ich stehe hinter einem Gebüsch mit einem Vogelpfeifchen und imitiere eine Nachtigall. So. Ist eine Nachtigall? Nicht einmal ein Grillenzirper. Sehr witzig. Also jedenfalls singen dann die Mädchen sehr stimmungsvoll. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägel besteckt. Hallo, hallo, Nägel, Nägel, was ist das für ein Blödsinn? Mit Nägel, mit kleinen Näglein. Ach. Natürlich, hier heißt es mit Näglein. Ach, mit Nägel ist ein Schlummerlied für einen Fakir. Von der Wachau müssen Sie singen. Wenn Sie von der Wachau singen. Aber sonst gefällt mir das Programm ganz gut. Kommen ja. Sie, wir gehen hinüber und werden die Sache gleich organisieren. So, bitte sehr. Bitte? Oh, oh, das, na, no, bitte, das macht nicht. Das ist aber klar. Perdios. Was Sie machen hier? Die Dame ist ein bisschen aus und den Rücken hinein. Schon morgen am Früh, du fängst an mit Flirten. Ach, ist das langweilig. Dir fällt auch nichts anderes ein, als Krach zu machen. No me gusta. Sie sollten sein geschämt, eine alte Mann mit einem weißen Kopf. Besser eine weiße Kopf wie ein schwacher Kopf. Sie sagen keine Wörter zu mir. Sonst? Ja, ich weiß schon. Ja. Ja. Bin auch. So. Immer wieder, du machst Skandal. Na, du machst Skandal. Bin ich angenehm zu streiten? Sehr still ist hier. Ja, das wird jetzt alles anders werden, Herr Bürgermeister. Künftig hin haben wir um diese Zeit hier immer Augenblick, jawohl, Herr Bürgermeister, hier beim Goldfisch-Aquarium, das Quartett, die kleine Donaufischerin. Mit anschließendem Hinweis auf die Fischgerichte beim Mittagessen. Zacherl, ja? Holen Sie die Mädel. Ja, was ist denn, schon wieder eine Kontrolle? Ja, das wird sie nicht halten, schließlich sind wir doch keine Fabrik. Ja, leider sind wir keine Fabrik, also los, los, herbei, herbei, ja, herbei mit den jungen Damen. Das wird jetzt so, die haben einen Ausflug gemacht, auf die Drachenburg. Einen was? Einen Ausflug, ja, das ist doch ein Fest, aber groß. Ja, überhaupt, meine herzlichste Gratulation. Zacherl, Sie haben ja getrunken. Ja, ich gebe es zu, ein Glas. Ich habe selber mit mir angestoßen. Natürlich habe ich dann das andere Glas auch trinken müssen. Man muss zu sich selber doch höflich sein. Ja, das interessiert mich nicht. Ja, warum haben Sie mich dann gefragt, ob ich was getrunken habe? Herr Zacherl, nehmen Sie sich zusammen. Wo sind die jungen Damen? Bei der Verlobung. Was haben die bei einer Verlobung zu suchen? Na, hören Sie, bei der Verlobung Ihrer Schwester. Meiner Schwester? Nein, nicht Ihrer Schwester. Von der Schwester von den drei anderen Schwestern. Was ist denn? Eine von meinen Vierlingen hat sich verlobt? So ist es. Das haben Sie nicht verhindert? Warum? Es ist doch wunderbar. Ach, kommt doch überhaupt nicht in Frage, habe ich doch als Vormund auch noch was mitzureden. Ich werde diesen Kerl beim Kragen nehmen und eigenhändig in die Donau expedieren. Das ist ein guter Schwimmer. Was ist das für ein Kerl? Das ist kein Grund zur Aufregung, das ist der Peter. Was für ein Peter? Der Peter. Wieso Peter? Was? Mein Neffe? Hat sich mit unserer Christel verlobt. Das kommt nicht in Frage. Das habe ich doch ganz anders organisiert. Der Peter heiratet die Lechner-Tochter. Die erbt doch einmal die schönsten und besten Weingärten. Ja, wo bitte, Herr Bürgermeister, nicht aufregen. Denken Sie an Ihren Blutdruck. Ich habe keine Zeit, an meinen Blutdruck zu denken. Holen Sie unseren Wagen, wir fahren auf die Drachenburg. Ja, grüß euch Gott, Kinder, was freut denn euch an, dass ihr mich wieder einmal besuchen kommt? Mein Gott, seid ihr groß geworden. Ich kann mich noch erinnern, wie ihr als Kinder hier gespielt habt. Ja, schon da bald wieder. Aber natürlich, die Drachenburg steht euch zur Verfügung. Ja, danke. Bobek! Ja. Bobek, was ist denn eigentlich los? Warum fahren wir denn nicht? Entschuldigen, Herr Bürgermeister, wir haben ja keinen Hubschrauber. Außerdem ist es Ihre Straße, die hier gebaut wird. Weißt du noch früher? Es ist noch genau wie damals. Können wir euch helfen? Nein, euch kann ich nicht brauchen. Verliebten Leuten fällt alles aus der Hand. Na bitte. Na dann komm. Auf so einer Burg habe ich einmal einen Einbrecher gefangen. Was Sie nicht sagen.
Ich habe das Gefühl, dass Sie sich über mich lustig machen. Aber nein, ich bewundere Ihren kriminalistischen Scharfsinn. Ich könnte Ihnen einen meiner Kriminalfälle erzählen und dann würden Sie mich mit ganz anderen Augen sehen. Also meinetwegen. Erzählen Sie mir Ihren Kriminalroman. Das Geheimnis des alten Schlosses. Danke. Also, Situation ungefähr wie hier. Rittersaal. Verstehen Sie mich? Ja. Dort hinten ein dunkler Gang. Können Sie mir folgen? Ja. Da folgen Sie mir. Schauen Sie mich einmal an. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Der sieht Ihnen ähnlich. Tatsächlich. Also was Sie hier so alles entdecken, das muss ein entfernter Verwandter aus der Wachauer Seitenlinie sein. Ich glaube, das ist Onkel Emil, der Unruhige. Von dem haben wir dann unseren Reisetrieb. Hätten Sie gerne im Mittelalter gelebt? Nein, dann hätte ich Sie ja nicht kennengelernt. Das war aber sehr plump. Wirklich? Mein alter Herr hat gesagt, sowas wirkt immer. Ich schwärme fürs Mittelalter. Also ich schwärme für Jüngere. Ist das nicht romantisch? Minnesänger, Troubadour? Na, hören Sie mal auf. Stellen Sie sich vor, Sie schlummern sehr süß in Ihrer Kemenate. Plötzlich wachen Sie auf. Warum? Bloß weil er Ihnen im Hof steht und auf so einem gedörrten Katzendarm da Tonleitern übt. Das ist doch furchtbar. Moment, irgendwo habe ich doch so eine Leier gesehen. Da. Sehen Sie nach dem ersten Ton zwei Pannen. Da lobe ich mal doch die modernen Methoden, die sind auch wesentlich bequemer. Woran denkst du? Ich weiß nicht. Mir geht so vieles gleichzeitig durch den Kopf. Es ist so überraschend gekommen. Überraschend? Seit 19 Jahren kenne ich dich. Seit 12 Jahren mag ich dich gern. Seit 3 Jahren bin ich in dich verliebt und seit einem Jahr will ich dich heiraten. Und das nennst du überraschend? Was, erst seit 3 Jahren? Das ist bei mir viel länger her. Und heiraten wollte ich dich schon, wie ich 5 Jahre alt war. Ah, ich sehe schon. Ich bin dir also ins Netz gegangen, hm? Armer Fisch. Plötzlich schrei ich. Hände hoch! Woher wissen Sie das? Das kommt doch in jedem Kriminalroman vor. Also, Hände hoch! Der Kerl zittert wie Essen Laub. Stimmt. Er hebt die Hände. Ich komme langsam auf ihn zu. Lass ihn nicht mehr aus den Augen. Ich ergreife... Gelegenheit. Nein, die Handschellen. Und schon ist er mein Gefangener. Ja, wenn Sie mit solchen Mitteln arbeiten. Im Kampf gegen das Verbrechen ist jedes Mittel recht. Und was haben Sie dann mit dem armen, wehrlosen Gefangenen getan? Wer? Herr Webel, das Foltern von Gefangenen ist verboten. Bitte. Machen Sie das Zeug doch bitte wieder auf. Na, bitte. Ich habe den Schlüssel in der Uniform, habe ich vergessen. Das ist aber reizend. Ich muss sagen, Ihre Geschichte ist sehr fesselnd. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ich muss nur... Auch nicht. Au, hier sind Schlüssel. Schlüssel. Das wär's, wenn ich da... Wenn ich, das Ach, ist, du groß. Das ist... Komm. Ja. Ich hab's. Ich komm. Jetzt wollen Sie mich gleich aufspielen? Nein, ich wollte nur da. Das auch. Ja. Na. Jetzt. Augenblick, bitte. Ja, das ist es, bitte. Oh. Nur langsam. Und jetzt. Bis fest hier. Jetzt ist ja. Jetzt sitzt du hier fest. Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, ich kann nichts dafür. Ja, Sie können nie etwas dafür. Soll ich da vielleicht zu Fuß hinaufklettern? Herr Bürgermeister, ich weiß hier eine Abkürzung, da sind wir schneller oben. Na, bitte nach Ihnen. Gehen Sie vor, ich bin ja kein Pfadfinder. Bitte schön, geh hinauf. Bitte schön. Also, wenn wir die Franzi in den Nebel nicht bald finden, wird der kalte Aufschnitt warm. Kinder, ich bin bis zur Dachzinne hochgeklettert, aber von den beiden ist nichts zu sehen. Und im Grund verlegt sind sie auch nicht. Es wird ihnen doch nichts passiert sein. Der Franzi passiert schon nichts. Ach, Gott sei Dank. Oh, Fräulein Franzi, ich wollte Sie wirklich nicht fesseln. Das glaube ich Ihnen nicht. Das können Sie mir glauben. Denn wenn ich Sie fessle, dann lebenslänglich. Verstehen Sie mich? Versteh dich. Hm.
Es ist keine Abkürzung, das ist ja reiner Selbstmord. Wir sind gleich oben, Herr Bürgermeister. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, bis ich Ihnen den Hals umdrehe. Ich bin doch keine Gemse. Ich habe mir noch nicht den Kopf zerbrochen, mit welchem Tier der Herr Bürgermeister zu vergleichen ist. Bei Ihnen fällt mir das nicht schwer, Sie Rindvieh. Werte Damen, werte Herren, ich gestatte mir, verstehen Sie mich? mein Glas auf das werte Wohl des werten Brautpaares zu erheben. Prost! Prost! Willst du auch eine Rede halten? Nein, ich glaube für den Schani, denn der traut sich bestimmt nicht. ich kann ja gar nicht reden. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich meine, ich wünsche euch heute auch von Herzen alles Gute. Hochverehrte Tafelrunde. Bitte keine Angst, ich bin mit meiner Rede schon zu Ende. Ich wünsche euch natürlich auch alles Gute, viel Glück und viel Segen etc. pp. Ja, und dann möchte ich gern, dass die übrigen Damen ihrem nachahmenswerten Beispiel alsbald folgen werden, nicht? Prost. Prost. Ja, ich glaube, jetzt haben wir aber genug Zeit für diese kalten Platten verplempert. Jetzt wird es Zeit für eine heiße, was? Oh ja! Nein. Nein. Fragen, was das für ein Spektakel ist. Das ist kein Spektakel. Dixieland. Notieren Sie das, Bobek. Wollen Sie den Dixieland in unserem Programm aufnehmen? Im Gegenteil, verbieten. Meine Herrschaften, wissen Sie, was Sie hier tun? Das ist Sabotage. Sabotage an meiner Organisation. Sabotage an meinem Lebenswerk. Und Sie natürlich, Sie leisten diesem Verbrechen noch Vorschub. Sie als Gendarmerie-Offizier. In Zivil, verstehen Sie mich? In Zivil. Und der Herr Ober, der lässt sein Lokal im Stich. Herr Bürgermeister, ich bin überhaupt an allem schuld. Na. Der Ausflug war meine Idee ganz allein. Ziehen Sie bitte niemand anderen zur Verantwortung als mich. Das stimmt ja schon. Aber was heißt denn hier zur Verantwortung ziehen? Entschuldige, Onkel, aber ich finde diese Situation reichlich komisch. Na, selbstverständlich, sehr komisch. Ich lach mich ja auch kaputt. Haha, bitte nicht aufregen, Herr Bürgermeister, denken Sie an Ihren Blutdruck. Ja, unbeschreiblich komisch, mein Neffe verlobt sich hinter meinem Rücken. Ja, hätte ich dich etwa vorher um Erlaubnis fragen sollen? Selbstverständlich. Ich bin ein erwachsener Mensch und wir leben nicht mehr im Mittelalter. Ich hätte dich für gescheiter gehalten, wenn du einmal mein Vermögen erben willst. Ich pfeife auf dein Vermögen. Dann werden wir ja sehen, wer länger pfeifen kann. Die Christel und ich werden heiraten und daran kannst du gar nichts ändern. So, ich kann nichts dagegen machen als Vormund. Ich kann es ihr verbieten und genau das werde ich auch tun. Also bitte entschuldigen Sie die sachliche Feststellung, aber meines Wissens ist hier niemand schwerhörig. Sie hat doch überhaupt kein Mensch gefragt. Wer sind Sie denn eigentlich? Held. Mit Held für wenig Geld um die Welt. Oh, Verzeihung, Herr Held, das ist natürlich ganz was anderes. Sie habe ich ja auch nicht gemeint. Aber euch, meine Damen, kann ich nur sagen, sowas wie heute passiert nicht mehr, denn ab heute tritt der neue Dienstplan in Kraft und da werden wir sehen, ob euch noch Zeit bleibt für solche Ausflüge und Verlobungen. Ein Lied aus der Wachau, von der Donau, von der Donau, macht die Herzen jung und den Himmel blau. Sonnenschein und von Glück zu zweit, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Ton spürst du ganz genau, hier schlägt das Herz der Wachau. Wer hier zu Gast war, denkt gerne zurück an jede Stunde.
verbunden, voll von romantischem, heimlichem Glück. Und die Erinnerung klingt wie Musik, ein Lied aus der Wachau. Von der Donau, singt von Sonnenschein und von Glück zu zwei, abends beim goldenen Morgen. Und in jedem Ton spürst du ganz genau. Früh bis 12 Uhr abends. Das halte ich einfach nicht mehr auf. Und das soll so weitergehen bis in alle Ewigkeit? Wenn wir nichts dagegen unternehmen? Was sollen wir denn machen? Wenn wir was unternehmen, denkt sich der Bobek nur neue Gemeinheiten aus. Aber es muss etwas geschehen. Schon wegen der Christel, die muss ihren Peter kriegen. Das hört sich so einfach an, aber was sollen wir dazu tun? Hast du was von Peter gehört? Ja, der Webel hat mir heute einen Brief von ihm gebracht. Er kommt jetzt. Was? Hierher? Natürlich. Und der Bobek lässt ihn doch nicht ins Haus. Der passt auf uns auf wie ein Schießhund. Verlass dich nur auf den Peter. Wenn er sagt, er kommt, dann kommt er. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich durch Ihr Zimmer durch? Aber bitte. Dankeschön. Na gut. Danke sehr. Ist hier ein junger Mann durchgegangen? Ja. Gestatten Sie, dass ich ihm folge? Bitte. Dankeschön. Ein oder die Kiefe. Was du machen im Zimmer von mein dekoltiertes Brand? Entschuldigen bitte, ich wollte nur durchgehen. Durchgehen? Mit meinem Braut? Ja, nein, du hässliches Casanova mit hässliches Paar. Bitte, kein Missverständnis. Freie Nonnenrock lernen Sie ihn doch auf, bitte schön. Hilfe! Schluss jetzt! Ich habe eine Stelle als Gutsverwalter gefunden. Wo? Naja, das ist eben der Haken bei der Geschichte. In Kärnten. Das ist doch entsetzlich weit weg. Naja, ich kann es mir nicht aussuchen, weißt du. Die Hauptsache ist, ich verdiene genügend Geld, damit wir so bald wie möglich heiraten können. Hm? Das finde ich wunderbar, dass du dich nicht kleinkriegen lässt. Ja, aber erst müssen wir unseren Vormund kleinkriegen. Ach, da wird uns schon was einfallen. Ich treffe mich morgen mit dem Schani und deinem Held. Was heißt mein Held? Naja, du weißt schon. Du wirst die Zweite sein, die froh ist, wenn meine Onkel einmal Heiratsbewilligungen ausstellt, oder? Du bist gemein. Aber nur, Herr. Mit Streiten kommen wir bestimmt nicht weiter. Überlegen wir lieber, was wir tun können. Geh auf diese Mann! Du bist eine Messerina! Ich habe genug. Mara, du liegst. Ich glaube kein Wort. Pardon. Mein lieber Louis Esteban. Du benimmst dich, als ob du mit mir verheiratet bist. Du? Mach dich nicht lustig auf mich. Wenn dir diese Skandale gefallen, warum heiratest du mich denn nicht? Oh, nein. Nichts heiraten. Heiraten töten Liebe. Und ohne Liebe, kein Eifersucht. Ich würde es auf den Versuch ankommen lassen. Du manövrierst Ablenkung. Was ist dieser Mann zu dir? Das werde ich dir sagen, wenn wir verheiratet sind. Du wirst nichts machen, Erpressung mit mir. Gute Nacht. Auf Wiedersehen. Und glückliche Reise. Reise? Ich bleibe, wo du bleibst.
Das dürfte wohl ziemlich sinnlos sein. Morgen kommt ein Gitter an das Fenster und ein Schloss an die Tür. Berke, warum? Weil ich ab morgen krank bin und dich nicht mehr sehen will. Mara, cara mia, muchachita. Du kannst machen, was du willst, aber mach kein passives Resistenz, bitte. Gute Nacht. Seht ihr? So muss man das machen. Dann erreicht man alles, was man will. Das ist gar keine schlechte Idee. Das machen wir auch. Passive Resistenz. Das ist überhaupt die Lösung. Ab morgen soll Herr Bobek selber singen, wenn er Lust hat. Wie spät ist es denn? 8.20 Uhr. Ob der Bobek auch pünktlich ist? Er kommt. Hanni Christel, schnell. Schnell, komm. Ja, was ist denn? Was ist denn? Haben Sie verschlafen? Sind ihr schon 8:30? Die Gäste beschweren sich bereits. Ja, hören Sie nicht, meine Damen? Die Pflicht ruft auf die schwarzen Murren. Sowas? Soll ich Sie vielleicht dem Herrn Bürgermeister melden? Also bitte, meine Damen, machen Sie keine Scherze mit mir, ja? Bitte. Ja, Sie können mich doch nicht blamieren, Sie. Fräulein Gretel. Sind Sie vernünftig? Der Vormund wird sehr böse sein. Ach so. Das soll eine Verschwörung sein, was? Eine Revolte. Ich warne Sie, meine Damen, stehen Sie sofort auf. Zum letzten Mal. Bitte schön. Wie Sie glauben. Aber mit mir können Sie das nicht machen. Mit mir nicht. Die Sache wird ein Nachspiel haben, meine Damen. Verlassen Sie sich darauf. Ja, so geht das nicht weiter. Die Mädel gehen ja zugrund bei dem Betrieb. Ein bisschen Arbeit in dem Alter schadet nicht. Da kommt man wenigstens nicht der Verlobungsgedanken. Wegen dem wollte ich auch mit Ihnen reden. Das können Sie doch nicht verantworten, dass Sie Christel und den Peter nicht heiraten lassen. Im Gegenteil, mein Lieber, ich könnte diese Heirat nicht verantworten. Okay, das machen Sie doch nicht lächerlich, Herr Bürgermeister. Zacherl, Sie haben nicht meinen Weitblick. Meine ganze Organisation ist auf die Vierlinge aufgebaut. Warum ist denn Weinig so bekannt geworden? Warum kommen die Leute aus der ganzen Welt zu uns, um die Vierlinge zu sehen? Mit den Vierlingen habe ich Weinig hinaufgebracht. Weinig? Haben Sie raufgebracht? Sich selbst haben Sie raufgebracht. Aber Zacherl, wie können Sie denn so etwas behaupten? Oh, was geht so? Wer kauft sich denn jedes Jahr einen neuen Weinberg? Der Herr Bürgermeister. Und wen kehrt die neueste Weinpresse? Die Tankstelle? Die Rollfähre? Dem Herrn Bürgermeister. Den Herrn Bürgermeister. Ja, bitte. Und wenn die goldene Traube eigentlich kehrt, dann braucht man ja gar nicht fragen. Na ja, Sie haben leicht zu lachen. Herr Meister, oder? Herr Meister! Herr Bürgermeister! Ja, was ist denn? Passive Resistenz. Die Vierlinge machen passive Resistenz. Sie wollen nicht arbeiten. Was heißt das? Sie liegen im Bett und reden nicht mit mir. Ach, lachen Sie nicht. Ja, aber mir freut's. Sie haben das zugelassen? Ja, was soll ich denn machen? Ich kann Sie doch nicht aus dem Bett herausreißen und Sie anziehen oder womöglich singen für Sie. Ja, wenn die Mädel nicht arbeiten, dann verlieren Sie einen Gast nach dem anderen. Ach, reden Sie doch keinen Unsinn. Das wissen Sie doch, Herr Bürgermeister. Sie haben ja selbst gesagt. Die Leute kommen nur wie die Vierlinge. Bitte nicht aufregen, Herr Bürgermeister. Denken Sie an Ihren Blutdruck. Geben Sie nach, Herr Bürgermeister. Schauen Sie, es bleibt Ihnen ja nichts anderes übrig. So, Sie glauben, ich habe kein Mittel, um die Mädel wieder zur Raison zu bringen. Da täuschen Sie sich, mein Lieber. Wenn die Vierlinge nicht sofort die Arbeit aufnehmen, sind Sie fristlos entlassen, Zacherl. Was, Sie wollen mich entlassen? Na ja, glauben Sie vielleicht, Sie sind unentbehrlich. Sie essen doch bei uns nur das Gnadenbrot. Ach so, meinen Sie das? Na ja, dann gehe ich. Doch unter einer Bedingung. Sie können mir keine Bedingungen stellen. Ich verlange nur, dass ich den Mädel das selbst sagen kann. Bitte sehr, dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. Ja? Gut, guten Tag. Adieu. Adieu. Herr Bürgermeister, ich verstehe Sie nicht. Sie lassen ihn zu den Vierlingen? Immer nur logisch sein, mein Lieber. Die Mädel werden doch aus Liebe zu ihm wieder arbeiten. Und das ist genial, Herr Bürgermeister. Denn die Liebe ist eine seltsame Sache. Mein lieber Bobek, sie kann die beste Organisation durcheinander bringen. Aber wenn man sie richtig einzusetzen versteht, ist sie ein unschätzbares Mittel. Morgen. Na, Anton. Oh, guten Morgen, Anton. Hast du schon gehört, Anton? Ja. Weißt du schon, dass wir streiten?
Ich hab schon gehört, ich hab schon gehört. Großartig, großartig habt ihr das gemacht, Kinder. Ja. Wunderbar. Ja. Der Scherziger, der wird sich den Zehen ausbeißen. Allein. Jetzt müssen wir aber versprechen, dass er auch durchhalten wird. Ja, 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 ja. Nicht? Ja, ihr hört uns doch alle. Der Peter. Der Schani. Ja, und wenn ich will, auch der Webel. Ja. Wir haben doch dich. Ja, ja. Ja, mich, das ist... Also, das ist eine eigene Geschichte. Wieso denn? Na ja, es ist... Ich glaube, ich habe euch sowieso schon erzählt, ne? Nein, nein. Von meiner Cousine. Nein. Von der Therese. Nein. Die hat ein Gasthaus in Graz. Aber ja, das habe ich doch nicht erzählt. Nein, nein. Ist ja egal, sie braucht mich. Jetzt so plötzlich? Ja, ja. Der Mann sagt, sie ist krank und das Geschäft geht so schlecht, dass jetzt braucht sie halt jemanden, der vom Fach ist. Aber dass du uns gerade jetzt im Stich lässt, ja, das ist mir sehr leid. Das könnt ihr mir glauben. Es tut mir sehr leid, aber kann man nichts machen. Also, tschüss, euch gut. Du gehst gleich? Ja, ja, ich fahr jetzt gleich mit dem Zwölferzug. Wiedersehen, Anton. Bleibt's brav, gell? Mhm. Bleibt's brav und... Wiedersehen. Lass euch jetzt runterkriegen. Schließt. Anton. Ich schreibe euch schon. Wiedersehen und schreib, ja. Ja, ja, ich schreibe ja gleich, ich schreibe gleich. Ja, wiedersehen, Anton. Ich wollte schon die Damen, ich wollte die Damen holen, ja? Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Anton. Herr Zacherl, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich kenne mich mit dem ganzen Zeug nicht mehr aus. Naja, das wirst du schon lernen müssen. Warum denn? Ja, warum? Kann ja sein, dass ich mal nicht mehr da bin. Aber Herr Zacherl. Ja. Das ist ja her. Du wirst nie anstrengen können werden. Schon wieder den Kopf hoch. Ja. Ja, weiß ich. Herr Bobek, was ist denn mit dem Herrn Zacherl los? Der ist eben mit dem Koffer rausgegangen. Was soll schon los sein mit ihm? Der Herr Scherzinger hat ihn entlassen. Entlassen? Als Gegenmaßnahme. Wenn die Mädchen nicht singen, muss der Herr Zacherl gehen. Na, Herr Zacherl, verreisen wir? Schaut so aus. Verstehe ich aber nicht. Lass mir das. Ja? Ja, aber... Geht's her, Rebe? Ja, bitte. Geht da bitte? Ja. Jetzt sind Sie freundlich. Passen Sie mal auf meine vier Mädeln auf. Ja? Ja, gern. Dankeschön. Herr Zacherl? Thank you.
warum habt ihr denn gesungen? Weil wir gewusst haben, dass du zurückkommst, aber wenn wir singen. Ist ja Wahnsinn. Schauen Sie, Herr Zacherl, wir wissen alles. Was? Der Bobek hat mir's erzählt. Na ja, jetzt hat er den Scherzinger ausgeliefert. Na, was habe ich Ihnen gesagt, Bobek? Meine Organisation klappt immer. Herr Bürgermeister, also meine tief gefühlteste Bewunderung. Jetzt haben wir ein Exempel statuiert. Jetzt werden sich die Herrschaften das sehr überlegen, wieder aufzumucken. Ja, meine Herren, ich kann wohl in meiner angeborenen Bescheidenheit behaupten, das ist die Idee des Jahrhunderts. Ja, glaubt ihr wirklich, dass man das machen kann? Na, warum nicht? Wenn wir alle einverstanden sind, ich? Mit mir könnt ihr rechnen. Ja, mit dem Anton werde ich schon reden. Na, prima. Ist nur schade, dass in der Sache ein kleiner Schönheitsfehler dran ist. Welcher? Dass wir das Gesicht von eurem Bürgermeister nicht sehen können, wenn er dahinter kommt. Wo sind die Gäste? Weg. Dann holen Sie sofort den Zacherl. Der ist auch weg. Dann den Schani. Auch weg. Und die Mädels? Auch weg. Weg. Wo sind Sie denn? Weg. Holen Sie sofort den Gendarmerie-Kommandanten. Hallo. Ja, Jungfrau, ist etwas nicht in Ordnung? Etwas? Überhaupt nichts ist in Ordnung. Das Frühstück schmeckt unmöglich, die Bedienung ist abscheulich. Oh. Und die Mädchen haben ja heute wieder nicht gesungen. Das ist nur eine vorübergehende Störung. Morgen ist alles in bester Ordnung. Morgen? Das ist mir zu spät. Unter diesen Umständen reise ich heute noch ab. Ach, die ganze Nacht habe ich nicht schlafen können. Ja, warum haben Sie denn kein Schlafpulver genommen? Das war ja nicht möglich. Meine Schlafpulver sind mir ja abhanden gekommen. So eine Packung. Was denn? Das ist ja unerhört. Also, Jefa, der Schaden wird Ihnen natürlich ersetzt. Ja, ja, und wer ersetzt mir meine Nerven? Was steht in Ihrem Prospekt? Ruhe, Entspannung, Erholung. Bertios! Ich bringe sie um. Ich zerreiße sie in Luft. Ich mache mit ihr... Ich bringe sie um, ich bringe mich um. Bitte, bitte, beruhigen Sie sich, mein Herr. Wie kann ich sein beruhigt, wenn sie ist mir durchgebrannt? Hm, schon wieder ein Gast weniger. Aber ich werde sie finden. Ich finde sie immer. Pardonne mich. Aki, ich habe gefunden auf ihrem Zimmer diese Zettel. DDSG. Johann Strauss, große Dichter, ich weiß. Sie mir sagen, wo ich finde Johann Strauss. Wer DDSG? Das ist Donaudampfschifffahrtsgesellschaft. Johann Strauss. Ein Donaudampfer. Ein Mädchen wollte tanzen, wollte gerne tanzen gehen. Ein Mädchen wollte gerne tanzen gehen. Mit einem Donaudampfer-Kapitän. Mit einem mit einem da, mit einem Donaudampfer-Kapitän. Der aber wollte nicht das Küssen, Küssen, Küssen und wollte vom Tanzen gar nichts wissen, wissen, wissen. Ja, ja, wie leicht das passiert, das ist ein Mädchen hier. Das Mädchen fragte darum freundlich an beim ersten Donaudampfer-Steuermann. Beim ersten wie, beim ersten da, beim ersten Donaudampfer-Steuermann. Der aber wollte auch nur küssen, küssen, küssen und wollte vom Tanzen gar nichts wissen, wissen, wissen. Ja, ja, wie leicht das passiert, das ist ein Mädchen hier. Doch als das Mädchen dann den Schiss jung sah, da war es plötzlich selbst im Küssen da. Als es denn die, als es denn da, als es den Donaudampfer-Schiffsjung sah. Der aber wollte gar nicht küssen, küssen, küssen. Der wollte wirklich nur vom Tanzen etwas wissen. Ja, ja, wie leicht das passiert, das ist ein Mädchen hier. Wollte tanzen, wollte gerne tanzen gehen. Der aber wollte nichts als küssen, küssen, küssen und wollte vom Tanzen gar nichts wissen, wissen, wissen. Ja, ja, wie leicht das passiert, das ist ein Mädchen.
haben die Sache mit angesehen und nichts dagegen unternommen. Entschuldigen Sie, Herr Bürgermeister, aber wenn die Gäste am Frühmorgen einen Schiffsausflug machen, kann sie die Chandabritera nicht hindern. Das ist kein Schiffsausflug, das ist Sabotage und ich fordere Sie auf, die Redelsführer zu verhaften. Ich sehe keinen Grund für eine derartige Aktion, verstehen Sie mich? Hören Sie, das ist doch Entführung. Der Zachern hat die Mädel entführt und ich bitte Sie, ihn festzunehmen. Nicht einmal in Ruhe frühstücken kann man. Jetzt habe ich genug. Ich ziehe sofort auf. Bitte, ziehen Sie! Ziehen Sie mit den Schreiben! Worauf warten Sie noch? Ich befehle Ihnen... Sie können mir gar nichts befehlen. Sie können bestenfalls eine Abgängigkeitsanzeige erstatten. Ich erstatte. Die Wachauer Vierlinge sind abgängig. Ich fordere Sie auf, sie ihren Vormund zurechtzubringen. Ich werde mein Möglichstes tun. Verstehen Sie mich? Herr Ober! Haben Sie Herrn Bobbeck gesehen? Heute noch nicht. Der wird doch nicht auch weg sein. Herr Bürgermeister, ich brauche von Ihnen zu wissen zwei Dinge. Ich habe jetzt keine Zeit. Zwei Dinge. Wo ich bekomme Verlobungsringe und wo zu kaufen kleine Schiff. Aber ich bin doch kein Juwelier oder ein Kapitän. No, aber dicke tote Mann will ich nicht bekommen. Ha. Unglaublich. Für mein Geld schnarcht er in den Tag hinein. Aufstehen! Jawohl, aufstehen. Ich bin ganz Ihrer Meinung. Wachen Sie wenigstens für eine Minute auf, damit ich Ihnen sagen kann, dass Sie entlassen sind. Ja, Sie sind entlassen, Herr Zachen. Rein! Hinaus! Oh, tja, Bürgermeister. So spät in der Nacht? Wenn Sie nicht in 5 Minuten in der Gaststube sind, brauchen Sie überhaupt nicht mehr zu kommen. Ist recht. Verehrte Reisegesellschaft, wir haben eine kleine Überraschung für Sie. Sie haben zwar nur für einen Aufenthalt in Weinig bezahlt, aber die Firma Held bietet Ihnen um dasselbe Geld eine Vergnügungsreise auf der schönen blauen Donau durch die berühmte Wachau. Was denn, was denn? Wir wollen doch den Wachauer Vierlinge. Na, da kommen Sie auch hin, verehrter Zeitgenosse, da kommen Sie hin. Die berühmten Wachauer Vierlinge sind nämlich längst nicht mehr in Weinig. Sie sehen und hören die berühmten Wachauer Vierlinge nur noch auf unserem exquisiten Luxusdampfer. Na bitte, nächst die Rennen, die gut ist. Sehr gut. Na, was hab ich gesagt? Wie klappt der Laden, oder? Bravo, wunderbar. Kurz, Berliner, was realisiert denn jeder immer? Wenn etwas passiert, nehmen wir uns ein und jeder unter Wasser. Kinder, und das machen wir jetzt so lange, bis der Bürgermeister von Weinig in die Knie geht. Ja, ja. Meine Damen, ich muss Sie auffordern, sofort zu Ihrem Vormund zurückzukehren. Und was geschieht, wenn wir nicht gehen? Dann müsste ich Sie verhaften, verstehen Sie mich? Wenn Sie aber den Laufsteg einziehen und sofort weiterfahren, könnte es passieren, dass ich dazu keine Gelegenheit habe. Ich fahre jetzt nach Dürnstein. Und wenn Sie dort nicht anlegen, könnte ich Sie wieder nicht verhaften. Verstehen Sie mich? Man weiß ja überhaupt so wenig voneinander. Ja. Da lebt man oft jahrelang neben einem Menschen und weiß gar nicht, wie er wirklich ist. Ja, ja. Und manchmal liegt es nur daran, dass er nichts redet. Ja. Vielleicht würde eine kleine Frage genügen. Ja. Zum Beispiel, hast du mich gern? Ja. Ja? Frage, was ist denn? Aber das eine sag ich Ihnen, Bobbeck. Die Damen werden sich wundern, wenn sie von ihrem Schiffsausflug zurückkommen. Meine Gutmütigkeit hat auch Grenzen. Ich werde dafür sorgen, dass sie das Haus nicht mehr verlassen können. Ich werde dafür sorgen... Sagen Sie, Bobbeck! Hören Sie mir eigentlich zu, oder nicht? Natürlich, Herr Bürgermeister. Entschuldigen Sie, ich habe ein unmenschliches Schlafbedürfnis. Wahrscheinlich haben Sie gestern Abend übermäßig getrunken. Ich schwöre, ein Tässchen Kaffee und das hat mir Fräulein Gretel eigenhändig zubereitet. Oh, mein Kopf! Sind Sie nicht so wehleidig? Ich bin nicht wehleidig. Es ist mir, als ob ich einen Eimer Schlaftabletten zu mir genommen hätte. Das wird auch wahrscheinlich der Fall gewesen sein.
Sie werden ein neues Tagesprogramm ausarbeiten, Bobek. Aber eines, wo den Mädeln die Luft zum Atmen wegbleibt. Das Taschengeld wird Ihnen gestrichen. Von ausgehen kann überhaupt keine Rede mehr sein. Nur am Sonntag in die Kirche und das nur unter strenger Bewachung. Von nun an werden Sie auch zu Hausarbeiten herangezogen. Schuhe putzen, Geschirr abwaschen, Staub abwischen, notieren Sie das, Bobek. Was bitte? Ihre Schlafkrankheit geht mir langsam auf die Nerven. Nehmen Sie ein kaltes Bad. Ein kaltes Bad, ja. Jawohl, Herr Bürgermeister. Von welchen Mädeln reden Sie eigentlich, Herr Scherzinger? Von den berühmten Vierlingen aus der Wachau, wenn Sie es durchaus wissen wollen. Aber was geht Sie das eigentlich an? Das geht mich sogar sehr viel an, Herr Bürgermeister. Wieso? Ich bin nämlich die Mutter. Von wem? Von den berühmten Wachauer Vierlingen, das heißt. Ich glaube, da stimmt was nicht, nicht? Die Mutter von den Vierlingen war eine gewisse Maria Thaler. Ja, von der waren zwei. Und die anderen zwei gehören mir. So, Sie wollen also behaupten, dass unsere Vierlinge keine Vierlinge sind? Stimmt. Es sind zweimal zwei Zwillinge. Das wäre eine Katastrophe. Das wäre ja der Ruin von Beineck, aber das gibt's ja nicht. Entweder ist bei Ihnen was nicht in Ordnung oder Sie sind eine Schwindlerin. Erinnern Sie sich gar nicht mehr an eine gewisse Rosina Kurzweg, die vor 20 Jahren hier gelebt hat? Ja, die Rosina, die nach Amerika gegangen. Ja, ja. Die bin ich. Ja, Rosina. Ja, und jetzt bin ich wieder da und möchte meine Mädeln haben. Das geht nicht. Das darf nie jemand erfahren. Weiß es der Vater von den Kindern? Von den Zwillingen weiß er, aber nicht, dass er der Vater ist. Also dann muss man mit dem Mann reden. Das tue ich ja gerade. Wie bitte? Du bist nämlich der Vater. Ich? Rosina, du hast doch damals kein Wort gesprochen, bist nach Amerika gegangen und... Naja, hättest du als Bürgermeister das Küchenmädel von der Goldenen Traube geheiratet? Warum nicht? Ich glaub's war schon besser so. Welche zwei Kinder gehören mir, uns? Ja, welche? Das weiß ich eben nicht. Du musst es doch feststellen lassen. Ich weiß einen einzigen, der es wissen muss. Hm? Der Zacherl. Zacherl? Ausgerechnet der Zacherl. Den habe ich gestern hinausgeschmissen. Bobek! Bobek, ich fürchte nur, der Zacherl wird gar nicht kommen, wenn ich ihn noch so bitte und sagen wird er schon. Ach, gar nicht. Er kommt schon. Herr Bürgermeister, bitte bestehen Sie wirklich auf dem kalten Bad. Aber nein, Bobek, bitte gehen Sie auf die Johann Strauß. Ja. Und bringen Sie mir den Zacherl und sagen Sie ihm... Sagen Sie ihm gar nicht, sondern geben Sie ihm einfach den heiligen Antonius da. Den heiligen Antonius geben und nicht sagen. Na so gehen Sie schon. Geh ja schon. Rosina, ich glaube, ich werde jetzt vieles gut machen müssen. Herr, bitte schön, könnten Sie mir dieses Schiff leihen? Nix. Das ich brauche ihn selber. Ich muss auf die Johann Strauß. Auf den Dampfer? Das trifft sich großartig. Da muss ich nämlich auch hin. Dann bitte, Sie können einsteigen. Danke vielmals. Per favor. So. Herr Dios. Sie essliches Vogel mit essliches Bart. Sie waren im Zimmer von meinem Braut. Das ist Irrtum. Und jetzt, Sie wollen ihn über auf die Johann Strauß. Sie nichts mehr als von mir leben auf die Johann Strauß. Seid ihr aufschlitzen, Ihre dicke Bauch? Oh, ein Messer! Er hat ein Messer! Hilfe! Der Othello von gestern! Hilfe! Hilfe! Lassen Sie mich in Ruhe! Gehen Sie weg von mir! Hilfe! 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 Ein Schnitzer! Ein besser Schnitzer! Hilfe! Okay, da rauslassen! Hilfe! Hilfe! Mörder! Hey!
Bitte, wo ist der Herr Zacherl? Ich muss unbedingt sofort mit dem Herrn Zacherl sprechen. Kommen Sie. Was ist denn passiert? Na, eben ist euer lieblicher kleiner Sklavenhalter vom Himmel gefallen. Der Bobek? Ja. Was will denn der hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Herr Zacherl! Nein, 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 nein. Sie brauchen nichts zu reden. Ersparen Sie mir diese Worte. Ich weiß alles, warum Sie der Herr Scherziger geschickt hat. Wir kommen nicht zurück. Wir kehren nicht zurück. Da können, kann er sich um Kopf stellen, kann er 20 Gendarmen schicken. Wir kehren absolut nicht zurück. Dann soll ich Ihnen das geben. Was? Sie ist gekommen? Kinder, wir müssen zurück! Was? Zurück, Herr Schmidt! Herr Kapitän, zurück! Was? Zurück! Ja, herein! Grüß Gott, wo ist es? Hallo, Anton! Ja, das ist aber eine Rosicke. Gut, schaust du aus. Na, sowas, sagst nichts, redst nichts, schreibst nichts, auf einmal ist sie da. Komm her, wie geht's dir? Nein, 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 nur keine so lange Begrüßung. Ja, was denn, so viel Verständnis muss man da haben, nicht? Wenn man ein bisschen ein Gemüt hat, wenn man einen Menschen 20 Jahre nicht sieht, wird man doch... Ach, was? Erst, ich bin ja nur wegen dir gekommen, Rosi. Wegen dir und wegen deinen Mädeln, ne? Ja. Ja, wegen meinen Mädeln. Darum bin ich auch gekommen. Was? Weißt du, ich hab's nicht mehr ausgehalten, Anton. Jo, ich möchte sie jetzt mit hinübernehmen. Er weiß schon? Eigentlich sollte ich sie zur Verantwortung ziehen, wegen Urkundenfälschung. Ja, da ziehen Sie. Du tust das Ausposaunen in die Welt, nicht nur die Zwillinge, nicht nur, da können Sie aber Ihre Organisation gleich am Hut stecken. Denn dann ist sie wertlos der ganze Organisation. Keine Aufregung. Sagt, na ja, aber sie muss, ja, aber ich muss mich aufregen. Ich, nicht nur, 20 Jahre habe ich mich zurückgehalten, aber einmal muss das heraus. Aber denn schließlich Anton, alles hat seine Grenzen. Bitte, nicht nur, ich ruhig bleiben. Ich muss dich etwas sehr Wichtiges fragen, Anton. Ja, bitte, bitte. Welche von den Zweien sind meine Kinder? Das kann ich nicht sagen. Anton, du weißt das nicht? Ja, vielleicht weiß ich es. Warum sagen Sie es da nicht? Weil ich es für unmenschlich finde, dass diese vier Geschwister auseinandergerissen werden. Bitte, und deshalb bin ich auch zu dir gekommen, um zu bitten, dass diese vier Mädel zusammenbleiben, was auch geschieht. Gut, gut. Ich nehme sie alle vier mit nach Amerika. Was noch so weit? Ich denke nicht daran. Ich lasse mir meine Kinder doch nicht so einfach wegnehmen. Was, Ihre Kinder? Wieso denn Ihre Kinder? Was, eine Mutter ist mehr als ein Vormund. Vormund? Ich habe sie doch in die Welt gesetzt. Mann, er ist der Vater? Tja, ich bin der Vater. Ganz allein. Jetzt kennen wir es ja selber nicht mehr aus, jeder. Ist was anderes, jeder. Will was anderes. Aber ich will ja gar nichts anderes. Ich will meine Kinder haben. Ich will meinen Kindern eine gute Mutter sein. Und ich will ja auch nichts anderes, als meinen Kindern endlich ein guter Vater sein. Und ich will vor allen anderen, dass die vier Mädchen zusammen bleiben. Das ist richtig. Die Wachauer Vierlinge müssen zusammenbleiben. Ja, ja, ja. Aber nicht, dass man mit ihnen Business macht. Ach, ich will nicht, dass man sie ausmacht. Aber das ist doch kein Business, das ist Organisation. Nein, und ich bestehe auf meinen Recht als Mutter. Ja, und ich bestehe auf Recht als Vater und Vormund, nicht wahr? Also mit dir muss man sich immer streiten. Du hast so einen Dickkopf. Selbstverständlich, wenn du nicht nachgibst, werden wir nie zu einer Regel. Nein, ich gebe nicht nach, ich habe auch einen Dickkopf. Du kennst mich ja schließlich. Jawohl, dann werden wir eben. Gott sei Dank. Nein. So was habe ich noch nicht gesagt. Ich schreie und ich bin schon heißer. Vor lauter Schreien. Natürlich gibt es eine Lösung. Es ist ja alles ganz einfach. Das hat sich niemand gedacht, nicht wahr? Alle vier haben geheiratet und keiner konnte in etwas dreinreden. Im Gegenteil, es geht ihnen sehr gut, den vier Adoptivtöchtern vom Ehepaar Scherzinger. So hat jeder das, was er haben wollte. Nur der Herr Scherzinger, der ist manches Mal ein bisschen unzufrieden, weil er nicht mehr organisieren darf. Ja, das macht jetzt seine Rose. Und jedes Jahr, wenn es Frühling wird in der Wachau, dann kommen sie wieder zurück nach Weineck.
dann haben sie wieder bei uns unsere Wachauer Vierlinge. Ein Lied aus der Wachau, von der Donau, von der Donau, macht die Herzen jung und den Himmel blau, so wie in der Wachau. Ein Lied aus der Wachau, von der Donau, von der Donau, singt vom Sonnenschein und vom Glück zu zweit, abends beim goldenen Wein. Und in jedem Tor spürst du ganz genau, das sind die singenden, alles und schwingenden, klingenden Herzen der Wachau. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann singen sie noch heute.